Name ist Herbert Winkel, ich bin Landrat des Landkreises Vechta und wir sind heute hier im Kreishaus anlässlich des Stoppelmarkt-Glamstages und bringen Unternehmen und bürgerliche Rückkehrer, die jetzt wegen des Stoppelmarktes hier hingekommen sind, zusammen und versuchen möglicherweise dann auch Jobs zu vermitteln, dass diese jungen Menschen wieder bei uns sind.